Im Rahmen des diesjährigen Schumann-Festes konnte das Publikum im alten Gasometer am Samstag Rockmusik hören. Die Kompositionen stammten allesamt von Robert Schumann. Auf der Bühne standen die Musiker des Projektes Futurum, Grenzgänger zwischen verschiedenen Stilen und Epochen. Robert Schumann kannte weder E-Gitarren noch Bassgitarren und Synthesizer waren dem Komponisten erst recht unbekannt. Dennoch erklangen Schumanns Kompositionen aus genau diesen Instrumenten und die Musik des Romantikers büßte dadurch nichts von ihrem Ausdruck ein. Bei der optischen Ergänzung der Musik bedienten sich Futurum der Werke von Caspar David Friedrich. Im deutschen Sprachgebrauch gibt es die unsägliche Unterscheidung zwischen U- und E-Musik, also Unterhaltungsmusik und ernster Musik. Diese Trennung mögen Futurum aber gar nicht. Klar gibt es das irgendwie, aber es ist unser Anspruch sozusagen, in eine von den Kategorien reinzurutschen, sondern wir verbinden es eben und deshalb gibt es es nicht mehr für uns in dem Sinne. Die größten Hits der Rock-Geschichte kamen meist mit gerade mal 3 Akkorden aus. Da stellt die Musik Robert Schumanns an die Künstler von Futurum ungleich größere Anforderungen. Du spielst ja richtig die Noten, wir spielen 1:1 die Noten und das als Musiker ist es schon auch nicht Herausforderung, aber es ist anspruchsvoll. Anspruchsvoll ist die Musik von Futurum auch für die Hörgewohnheiten der Zuschauer. Was wohl Robert Schumann sagen würde, wenn er im alten Gasometer im Publikum gesessen hätte? Keine Ahnung, was er sagen würde, aber gewagt war's. Aber in irgendeiner Weise auch mitreißend. Auf jeden Fall, ich war schon immer Fan von Letzter Instanz und die Texte und alles. Hat sehr gut zusammengepasst, mir hat es sehr gefallen. Das war ganz hervorragend. 5 außergewöhnliche Künstler, die den Mut hatten, sich an so ein Thema heranzutrauen. Ganz fantastisch. Also mir hat es gut gefallen, Musik war ab und zu laut, aber wenn man die Bilder im Kopf dazu hatte, war es wunderbar. Moment mal, hier haben wir doch noch ein paar Ohrenstöpsel, also alles vorgesorgt. Gut, aber ging. Nee, war eine neue, interessante Mischung. Die Lautstärke hatte es tatsächlich in sich. Eine entsprechende App auf dem Mobiltelefon zeigte bei einer Messung ein Erdbeben der Stärke 4 an, was allerdings an den druckvollen Bässen lag. Der Sound im Gesamten war aber sehr ausgewogen, auch wenn die Akustik im alten Gasometer sicher kein Optimum darstellt. Was sagt nun aber einer der renommiertesten Schumann-Experten Deutschlands zu dem Konzert? Ich fand, es war eine ganz super Adaption. Also es zeigt, wie ewig Schumanns Musik ist. Also es ist klassisch heißt ja, das ist ewig. Aber das hier zeigt, Schumanns Musik ist wirklich lebendig und kann auch auf moderne Weise interpretiert werden. Es waren teilweise wirklich Schumanns Harmonien ganz original übernommen und es wirkt. Und er hat das ganz toll gesungen. Also Sebastian Lohse, finde ich, ist ein wunderbarer Sänger. Von dem tiefsten Register bis in die höchsten Lagen hat er wirklich toll gemeistert. War recht laut ausgesteuert für die Halle, aber ich denke, super Wirkung. Ein besseres Fachurteil hätte es für die Musiker von Futurum nicht geben können. Und Schumann selbst wäre sicherlich auch stolz darauf, dass er über 200 Jahre nach seiner Geburt noch immer so aktuell ist.